Der Rahmen muss für einen Frontmotor, im Gegensatz zu Modellen mit Mittelmotor, nicht speziell konstruiert werden. Damit ist die Rahmenvielfalt bei Pedelecs mit Frontmotor sehr groß. Der Motor sitzt in der Vorderradnarbe, am Batabus Viento Easy leistet er 250 Watt und unterstützt die Tretbewegung des Fahrers bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometer. Das Viento Easy ist ein bequemer Tiefeinsteiger. Der Frontmotor gestattet ohne Probleme eine Ausstattung des Pedelecs mit einer Rücktrittbremse, ein viel gewünschtes Feature gerade bei älteren Fahrern. Ein klein wenig gewöhnungsbedürftig ist der Frontmotor im Fahrverhalten, weil das Pedelec praktisch gezogen wird. Das Viento Easy verfügt über 5 Unterstützungsmodi von Eco bis Power, kann aber auch jederzeit ohne Motorunterstützung gefahren werden. Der Akku ist in diesem Modell platzsparend und elegant im Unterrohr integriert. Er ist mit einem Hebel leicht entnehmbar, gesichert ist er durch ein Schließsystem mit einem gemeinsamen Schlüssel für das integrierte Fahrradschloss. Das Display zeigt die Ladekapazität des Akkus, die Restreichweite, den gewählten Unterstützungsmodus und einige fahrradspezifische Parameter wie Geschwindigkeit oder gefahrene Kilometer an. Die verschiedenen Fahrprogramme können über die Bedienschalter am Lenker bequem angewählt werden, ebenso wie die Beleuchtungsanlage des Fahrrads. Der Akku kann sowohl am Rad als auch in ausgebautem Zustand geladen werden. Einfach das Ladegerät an die Steckdose anschließen, die Ladebuchse mit dem Akku verbinden, Leuchtdioden zeigen den Ladevorgang an.